Die App Tandan ist das Tinder von China und hat ein riesiges Potenzial. Tandan gehört der Firma Momo. Ob Momo aus meiner Sicht unterbewertet ist und einige interessante Informationen über das Unternehmen erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Und damit hallo und herzlich willkommen bei Value for Investors. Der Zuschauer Philipp 28205 hat sich in einem Kommentar zu meinem Video über Palantir Technologies, was ich euch hier verlinke, eine Analyse über Momo gewünscht. Da ich das Unternehmen schon länger verfolge und auch selbst investiert bin, komme ich natürlich dem Wunsch sehr gerne entgegen. Vorab dann aber wieder der Disclaimer. Ist natürlich alles nur meine Meinung, ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Und es kann hier auch ein Interessenskonflikt bestehen, da ich selbst investiert bin in den Momo. Momo ist ein chinesisches IT-Unternehmen, welches 2011 gegründet worden ist und 2014 seine IPO hatte. Sie haben im Wesentlichen zwei Produkte. Das ist das bisherige Hauptprodukt, das heißt genauso wie die Firma, also Momo. Das ist eine chinesische Online-Plattform und sie ermöglicht es Nutzern, ihre sozialen Beziehungen basierend auf ähnlichen Standorten und Interessen aufzubauen und so weiter. Ja, Benutzer erstellen dann ein Facebook-ähnliches Profil und werden dann ermutigt, so viele Informationen wie möglich anzugeben. Um Geld zu verdienen, bietet dann Momo zum Beispiel eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten an, wie zum Beispiel Live-Talentshows, Kurzvideos, Live-Chats, Karaoke und so weiter. Momo bietet aber Nutzern auch noch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, wodurch sie dann gewisse Vorteile bekommen, die Nutzer, wie zum Beispiel VIP-Logos, erweiterte Suchoptionen, höhere Limits für die maximale Anzahl an Nutzern in einer Gruppe und die Möglichkeit, eine Liste der letzten Besucher auf der Profilseite eines Nutzers anzusehen. Außerdem hat Momo noch mobile Spiele in seiner Plattform integriert. Die Spiele werden von Drittanbietern entwickelt, also nicht von Momo selbst. Und die Einnahmen aus den Ingame-Käufen werden zwischen Momo und den Entwicklern aufgeteilt. Das zweite Produkt ist Tandan, welches sie nicht selbst entwickelt haben, sondern im Mai 2018 gekauft haben. Tandan ist das Tinder Chinas und damit eine der führenden Dating-Apps in China. Beziehungsweise laut eigenen Aussagen sogar die führende Dating-App. Momo und Tandan können jeweils kostenlos heruntergeladen werden von den Nutzern und Umsatzerlöse entstehen dann eben aus verschiedenen Dienstleistungen, von denen ich eben vorhin schon einige genannt habe. Dass Momo nicht so klein ist in China, das sieht man den monatlichen aktiven Nutzern. Im September 2020 waren das immerhin 113,6 Millionen und damit etwa 1,5 Mal so viel wie Deutschland Einwohner hat. Im Vergleich zum September 2019, also zum Vorjahr, wo es noch 114,1 Millionen waren, ist das allerdings ein leichter Rückgang. Wichtig sind natürlich auch die zahlenden Nutzer. Das waren im dritten Quartal 2020 13,1 Millionen und im Vergleich im Vorjahresquartal waren es 13,4 Millionen. Tandan hat dabei etwa 4,1 Millionen zahlende User. Hier sehen wir jetzt noch die User-Entwicklung der letzten Jahre und wir sehen, die Plattform Momo wächst nicht mehr, was auch das große Problem hier ist bei der Firma Momo. Tandan hingegen ist dabei schon eben interessanter. Ja, wenn wir hier immer die gleichen Quartale aus 2019 mit 2018 vergleichen, sehen wir noch ein gutes Wachstum. 2020 war natürlich aufgrund von Corona ein schwieriges Jahr für Dating-Apps. Aber das Potenzial in China sehe ich hier in den nächsten Jahren als relativ groß an. Aber dazu natürlich dann nochmal später mehr. Es gibt insgesamt 416 Millionen ausstehende Aktien, wobei 80,4 Millionen davon B-Aktien sind und der Rest A-Aktien. Die B-Aktien werden ausschließlich von Yan Tang, dem Gründer von Momo, gehalten und haben im Vergleich zu den A-Aktien das Zehnfache an Stimmrecht, sodass eben weiterhin die Mehrheit der Stimmrechte bei ihm liegt. Die an der Nasdaq gelisteten ADRs entsprechen jeweils zwei Aktien. Ja, eine ADR sind zwei Aktien und beim aktuellen Kurs von 13 Euro je ADR entspricht das also einer Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden Euro bzw. 3,3 Milliarden Dollar. Ja, schauen wir uns noch die Finanzergebnisse der letzten Jahre an. Wir sehen, dass Momo bis 2019 ein sehr starkes Wachstum aufweisen konnte und dabei bereits profitabel war. Der Umsatz ist von 843 Millionen chinesischen Yuan im Jahr 2015 auf 17 Milliarden chinesische Yuan im Jahr 2019 enorm angestiegen. Auch der Nettogewinn, der konnte auf knapp 3 Milliarden chinesische Yuan gesteigert werden. Das Problem ist allerdings, dass eben das Hauptprodukt, wie vorhin schon erwähnt, inzwischen nicht mehr wächst. Ja, das haben wir in den Userzahlen vorhin gesehen.
Wir sehen hier aber mal die Umsätze der ersten 9 Monate aus dem Jahr 2019 und im Vergleich noch die ersten 9 Monate aus dem Jahr 2020. Der Umsatz von der Plattform Momo ist hier sogar um 20% eingebrochen. Tantan hingegen wächst, obwohl eben 2020 nicht das beste Jahr zum Daten war. Der Gesamtumsatz ist zwar noch rückläufig, aber das kann sich dann dank Tantan in Zukunft wieder ändern. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass natürlich sich Momo wieder etwas stabilisiert. Man hat hier also die Chance auf beiden Plattformen. Tantan ist zwar aktuell noch nicht profitabel, aber das liegt eben hauptsächlich daran, an den hohen Sales- und Marketingkosten. Ja, das ist auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung, weil man hier natürlich stark wachsen will. Das Schöne ist aber, dass man ja trotzdem noch die Plattform Momo hat, welche hochprofitabel ist. Und man hieraus eben Tantan in der Wachstumsphase finanzieren kann, ohne eben Schulden aufnehmen zu müssen. Ganz im Gegenteil sogar, Momo ist in Summe sogar weiterhin hochprofitabel. In den ersten 9 Monaten 2020 hat man 213 Millionen Dollar Nettogewinn erzielt. Und das ist schon ziemlich viel bei einer Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden. Hier seht ihr noch den Kursverlauf seit der IPO Ende 2014. Nach einem starken Anstieg von mehr als 100% in wenigen Jahren ist Momo inzwischen wieder auf einem ähnlichen Niveau wie bei der IPO, obwohl man eben seitdem stark gewachsen ist. Der große Einbruch hängt natürlich mit dem rückläufigen Ergebnis vom Produkt Momo zusammen. Sowohl eine mögliche Stabilisierung der Plattform Momo als auch das Wachstum von Tanda könnten aber hier in den nächsten Jahren Auslöser für eine Wende sein. Kommen wir zur Unternehmensbewertung. Da Momo nachhaltige Gewinne erwirtschaftet, ordne ich sie der Kategorie Qualität zu. Schauen wir uns dazu zuerst die Marktfaktoren an. Sowohl der Social-Media-Bereich als auch der Online-Dating-Bereich im Besonderen sind natürlich weiterhin in China Wachstumsmärkte, wobei die Wachstumsraten eben nicht mehr so hoch sind wie vor ein paar Jahren. Trotzdem wächst sowohl die Anzahl der User weiterhin als auch die Einnahmen je User, ja, die generiert werden können, weshalb ich dem Marktwachstum immer noch die Note 2 gebe. Der Wettbewerb ist natürlich enorm in China. Es gibt einige Social-Media-Plattformen, von denen eben manche mehr und manche etwas weniger in Konkurrenz zu Momo stehen. Aber da gibt es dann zum Beispiel sowas wie Tencent WeChat, Sina Weibo, TikTok, Tencent QQ, Baidu Tiba und noch einige mehr. Aber auch explizit für die Dating-App Tantan gibt es hier noch einiges an Konkurrenz. Dazu gehören zum Beispiel Yidui, Soul, Yimu und weitere. Ja, auf die Aussprache nagelt mich jetzt hier nicht fest. Aber deshalb gibt es hier nur die Note 5 von mir. Wie immer bei China-Aktien haben wir hier bei der Regulierung das China-Risiko. Im Gegensatz zu anderen Firmen, welche auch im westlichen Markt tätig sind, wie zum Beispiel Xiaomi, die ich auch hier schon mal analysiert habe, braucht man jetzt bei Momo keine große Angst vor Regulierungen im Ausland haben, wie zum Beispiel in den USA. Zudem hat man hier auch nicht so einen stark regulierten Markt, in dem man tätig ist, wie zum Beispiel die Kreditvergabe, weshalb ich insgesamt das Regulierungsrisiko nicht ganz so groß sehe für ein chinesisches Unternehmen und deshalb die Note 3 vergebe. Kommen wir zu den Unternehmensfaktoren. Jan Tang war seit der Gründung 2011 bis vor wenigen Monaten CEO bei Momo und hält mit seinen B-Aktien die Mehrheit der Stimmrechte, wie ich eben vorhin schon erwähnt habe. Im November 2020 hat er dann seinen Posten allerdings an Li Wang abgegeben, welcher bereits seit der Gründung bei Momo tätig ist und zuvor COO war. Jan Tang ist allerdings weiterhin für Momo tätig und nimmt nun die Position des Executive Chairman ein. Wieso es dann zu dem Wechsel kam, also ob es zum Beispiel intern Probleme gab oder Unstimmigkeiten, ist für mich leider nicht ersichtlich. Insgesamt bin ich aber mit dem bisher Geleisteten sehr zufrieden. Momo hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren zu einer Plattform mit über 100 Millionen Usern heranzuwachsen. Und das spricht dann schon für eine gewisse Qualität im Management. Ja, auch die Übernahme von Tandem finde ich sehr gut. Und auf der Negativseite stehen aber natürlich die rückläufigen Ergebnisse der Plattform Momo. Insgesamt bekommt das Management von mir aber gerade noch die Note 2. Hier sehen wir jetzt die Aktionärstruktur aus dem Geschäftsbericht 2019. Zumindest die vom Management mit mindestens 1% der Aktien und die von institutionellen Investoren mit mindestens 5% der Aktien. Dass der Gründer Jan Tang etwa 20% der Aktien hält, gefällt mir natürlich wieder sehr gut. Ich habe auch keine weiteren Informationen gefunden, dass sich daran jetzt irgendwas geändert hat seit dem Geschäftsbericht 2019. Li Wang, der neue CEO, hält hingegen weniger als 1%. Was aber positiv auffällt, ist, dass Renaissance Technologies über 6% an Momo hält. Sie haben sogar Ende 2020 nochmal aufgestockt und die Position liegt jetzt bei knapp 7%. Wer Renaissance Technologies nicht kennt, das ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft, welche vom Mathematiker Jim Simmons 1982 gegründet worden ist
Und zu dieser gehört der Medallion Fonds, welcher einer der angesehensten Hedgefonds weltweit ist und über 70 Milliarden Dollar verwaltet. Es ist also schon ein kleines Gütesiegel, dass Sie hier investiert sind, und es spricht auch für Momo. Außerdem ist noch interessant, was hier nicht zu sehen ist, ist, dass Alibaba etwa 2,4% an Momo hält, weshalb ich auch insgesamt mit der Aktionärstruktur sehr zufrieden bin und die Note 1 hier vergebe. Ein großer Teil der Gewinne wurde in den ersten Jahren natürlich richtigerweise in weiteres Wachstum gesteckt, und das natürlich sehr erfolgreich, wie wir schon gesehen haben. Dazu zählt auch der Kauf eben von Tantan. Und am 3. September 2020 hat dann aber Momo ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, welches ihnen in den nächsten 12 Monaten erlaubt, Aktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Das sind dann etwa 10% der aktuellen Marktkapitalisierung. Aufgrund der aktuellen günstigen Bewertung und der guten finanziellen Situation, wie wir beide später noch sehen werden, gefällt mir auch diese Entscheidung sehr gut. In den letzten beiden Jahren gab es dann sogar noch eine Dividende, obwohl mir die Aktienrückkäufe natürlich lieber sind. 2020 hat Momo 38 Cent die Aktie bzw. 76 Cent die ADR ausgeschüttet, was beim aktuellen Kurs von etwa 15,80 Dollar je ADR eine Dividendenrendite von ca. 5% entspricht. Ich halte es aber auch für möglich, dass aufgrund des Aktienrückkaufprogramms die Dividende 2021 niedriger ausfallen könnte bzw. sogar komplett wegfallen könnte. Insgesamt bekommt aber die Gewinnverwendung von mir die Note 1. Das Geschäftsmodell gefällt mir natürlich auch sehr gut. Man kann hier in diesem Bereich relativ einfach jeden Fleck in China, welcher Internet besitzt, erreichen, ohne dass man hier irgendwie eine größere Infrastruktur benötigt, wie zum Beispiel Logistik beim Verkauf von Waren natürlich oder sowas. Das hat man hier alles nicht oder braucht man nicht. Und da immer mehr Menschen in China mit Internet versorgt werden, wächst dieser Markt auch weiter. Deshalb gibt es hier auch die Note 1 von mir. Wie wir in den rückläufigen Zahlen der Plattform Momo sehen, ist der Burggraben sicherlich nicht unüberwindbar. Die Konkurrenz ist bei den Online-Plattformen in China natürlich sehr stark. Dafür hat man jetzt aber bereits einen sehr großen Kundenstamm und die Hoffnung natürlich, dass sich Tantan als beste Dating-App Chinas durchsetzen wird, was aber auch noch nicht sicher ist. Also insgesamt gibt es deshalb nur die Note 4 von mir. Die Marke, sowohl Momo als auch Tantan, haben einen hohen Bekanntheitsgrad in China. Auch wenn sie natürlich noch nicht an die ganz großen Online-Plattformen rankommen, vergebe ich hier trotzdem noch die Note 2. Tantan ist sicherlich mein favorisiertes Produkt von Momo, da man bei den Dating-Apps zu den Marktführern gehört. Die Plattform Momo kommt zwar bei sehr vielen Kunden ebenfalls gut an, aber da dieser schrumpft, gibt es hier insgesamt nur die Note 3. Kommen wir nun zu den Finanzfaktoren. Für die Margen schauen wir uns nochmal die Ergebnisse der ersten 9 Monate von 2020 an. Die Plattform Momo erwirtschaftet eine Nettomarge von fast 20%. Da Tantan allerdings noch defizitär ist, sind die Gesamtnettomargen nur bei 13% ungefähr. Was für die meisten Unternehmen der Welt wohlgemerkt natürlich ein gutes Ergebnis wäre. Sobald Tantan aber schwarze Zahlen schreiben wird, werden die Gesamtnettomargen auch wieder in Richtung 20% laufen. Aktuell gibt es aber nur die Note 2 von mir. Wir sehen hier die Eigenkapitalrenditen der letzten Jahre. Dabei fällt auf, dass die rückläufig sind. Das liegt natürlich ebenfalls an den hohen Kosten für das Marketing von Tantan und den rückläufigen Ergebnissen der Plattform Momo. Zudem ist natürlich noch ein weiter wichtiger Faktor hier, dass das Eigenkapital in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist, was wir auch an der sehr guten finanziellen Situation im nächsten Punkt sehen werden, was aber die Eigenkapitalrenditen natürlich drückt. Für die letzten 12 Monate hat Momo immer noch eine sehr gute Eigenkapitalrendite von 18,8% erzielen können. Aufgrund der Rückläufigkeit vergebe ich aber aktuell nur die Note 2. Die finanzielle Situation haken wir dann aber ganz schnell ab. Wir sehen hier in der Bilanz zum 3. Quartal 2020, dass Momo 1,64 Milliarden Dollar an Cash und kurzfristigen Investitionen hat. Demgegenüber stehen gerade einmal 1,25 Milliarden Dollar an Gesamtverbindlichkeiten, und wovon gerade einmal 0,37 Milliarden an kurzfristigen Verbindlichkeiten sind. Und es gibt quasi keine Finanzverbindlichkeiten, und um die finanzielle Situation mache ich mir deshalb keine Sorgen, weshalb es natürlich die Note 1 hier gibt. Wir sehen hier noch die Cashflow-Rechnung der letzten 3 Jahre aus dem Geschäftsbericht 2019. Die Übersicht ist hier leider nicht so gut gelungen von Momo. Aber der Free Cashflow ist ja der operative Cashflow plus den Cashflow aus Investitionstätigkeiten. 2018 kann man hier außen vor lassen, da der Cashflow aus Investitionstätigkeiten durch Einmaleffekte belastet wurde. In dem Jahr wurde da auch eben Tantan gekauft. Aber 2019 sehen wir zum Beispiel, dass 200 Millionen Dollar als Free Cashflow übrig bleiben, was beim Nettogewinn von 425 Millionen Dollar eben ganz gut ist. Ja, deshalb gibt es auch hier die Note 2 von mir.
Somit ergibt sich jetzt eine Durchschnittsnote von 2,2 und damit ist Momo aus meiner Sicht ein gutes Unternehmen. Damit ergibt sich dann ein Renditeaufschlag von 5,1% auf die 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen und als Mindestrendite halte ich dann 8,3%, da die 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen aktuell 3,2% Rendite bringen. Das Qualitäts-KGV ist somit 12,0. Das Gewinnwachstum für die nächsten Jahre zu prognostizieren ist bei Momo besonders schwierig, weil wir die gegenläufigen Effekte der beiden Produkte haben. Das heißt, die Fragen sind hier, inwieweit kann die Plattform Momo das Schrumpfen verlangsamen oder eventuell sogar wieder leicht wachsen? Und wie stark wird Tantan weiter wachsen? Analysten gehen in den nächsten Jahren schon wieder von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 10 bis 15% aus. Vorsichtshalber verwende ich hier aber nur 8% und halte als faires KGV nach Zeit 12,6. Wenn man den Gewinn der ersten 9 Monate von 2020 auf das Jahr hochrechnet, bekommt man etwa 1,07 € je ADR. Analysten rechnen sogar mit 1,30 € bis 1,40 € Jahresgewinn je ADR. Das erscheint mir allerdings etwas hochgegriffen, weshalb ich hier vorsichtshalber nur mit 1,10 € rechne. Ich habe also aufgrund der Unsicherheiten sowohl das zukünftige Gewinnwachstum absichtlich niedriger gewählt als auch den erwarteten Gewinn. Das bewirkt für mich eine zusätzliche Sicherheitsmarge bei dem Investment in Momo. Momo hat aber auch noch grob 7 € Netto-Cash je ADR und das deckt schon einen großen Teil der aktuellen Marktkapitalisierung bzw. des aktuellen Aktienkurses ab. Ja, wir kommen somit auf einen fairen Kurs von 20,90 €, was beim aktuellen Kurs von etwa 13 € eine starke Unterbewertung darstellt. Wenn hier Momo sich natürlich in den nächsten Jahren, was Gewinnwachstum angeht, so gut entwickelt, wie die Analysten aktuell schätzen, wäre der faire Kurs sogar noch höher. Das größte Risiko natürlich ist, dass die Plattform Momo weiter schrumpft und sich Tandan gleichzeitig nicht durchsetzen kann. Trotzdem ist ein Großteil der Marktkapitalisierung eben durch Cash abgedeckt und Momo weiterhin profitabel, weshalb ich hier die Chancen größer sehe als das Risiko. Das war jetzt meine Meinung zu Momo. Schreibt mir eure gerne in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, ein Like dazulassen und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.